Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt und freue mich sehr, dass Sie dabei sind, wenn wir heute gemeinsam mal einen Blick durchs Schlüsselloch wagen wollen. Es geht bei uns heute um minimalinvasive Verfahren im Bereich der Urologie und ich begrüße an dieser Stelle wie immer erstmal ganz herzlich meinen heutigen Studiogast. Herzlich willkommen an Professor Christian Wülfing, den Chefarzt der Urologie in der Asklepios Klinik Altona. Danke, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank. Herr Wülfing, vielleicht zu Anfang nochmal, dass wir alle so denselben Wissensstand haben, eine ganz grundlegende Frage aus Ihrem Fachgebiet. Ich habe gesagt, Sie sind Chef der Urologie. Was beinhaltet Urologie eigentlich alles? Urologie ist eigentlich die Lehre oder die behandelt die Krankheiten des Harntraktes und des männlichen Genitales. Das heißt, wir kümmern uns um krankhafte Veränderungen oder auch die Vorsorge von Erkrankungen, die eben im Bereich der ableitenden Harnwege, also des Nierenbeckens, des Harnleiters, der Harnblase sind, der Harnröhre nicht zu vergessen. Und im Bereich des männlichen Genitales, also zum Beispiel die Prostata, die Fortpflanzungsorgane. Das ist unsere Aufgabe, damit beschäftigen wir uns. Und da sind wir interessanterweise, um zum Thema überzuleiten, sehr häufig mit Mini-Endoskopen unterwegs. Mini-Endoskope. Vielleicht das Mini erklären Sie uns gleich nochmal. Erstmal, Endoskop ist natürlich dankenswerterweise mein Stichwort für diese Sendung. Es liegen, glaube ich, zwei dieser Instrumente auch schon auf dem Tisch. Was ist denn überhaupt genau ein Endoskop und warum hat es für so bahnbrechende medizinische Erfolge auch gesorgt, seit es das Instrument gibt? Ich glaube, man kann sagen, wenn es kein Endoskop gegeben hätte, die Erfindung des Endoskopes nicht gegeben hätte, dann hätten wir vermutlich auch den Fachbereich der Urologie nicht. Denn der Erfinder des Endoskopes, über den wir vielleicht später noch sprechen werden, Maximilian Nitze, war zugleich auch der erste Urologe, der 1907 auch einer der Begründer der Deutschen Gesellschaft für Urologie war, vor also mehr als 100 Jahren. Und er hat eigentlich mit der Erfindung des Endoskopes einen Wunsch des Menschen umgesetzt, der schon sehr alt ist, nämlich in den Menschen hineinzuschauen, mit Hilfe des Endoskopes eben auch Körperhöhlen anzuschauen, die man ohne diese Hilfsmittel eigentlich nie erkennen kann, nie einsehen kann und damit auch Krankheiten in diesen Organen nicht erkennen kann. Und ich glaube, man darf ohne Übertreibung sagen, dass es ohne diesen Maximilian Nitze eben auch die gesamte Endoskopie, die wir nicht nur in der Urologie finden, sondern auch in der Hals-Nasen-Ohren-Medizin, Gastroenterologie, Gynäkologie, überall, wo Endoskope eingesetzt werden, dass er der Begründer war und wir eben auf diese Endoskope heute gut zurückgreifen können. Wie funktioniert denn ein Endoskop überhaupt genau? Also das Interessante ist, das Endoskop ist ja eigentlich eine Mischung aus einer Optik, ich darf das vielleicht kurz auch einmal in die Kamera zeigen, eine Optik, durch die man durchschaut, um in das entsprechende Organ hineinzuschauen. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie in eine Harnblase zum Beispiel hineinschauen, dort ist es dunkel. Auch bei einer Magenspiegelung im Magen ist es auch dunkel. Das heißt, Sie müssen mit dem Endoskop gleichzeitig gucken, aber auch Licht hineinwerfen. Und das war die große Schwierigkeit, an der auch viele Forscher und Erfinder vor 100 bis 200 Jahren sich wirklich die Zähne ausgebissen haben, wenn sie bedenken, dass es lange Zeit überhaupt gar kein elektrisches Licht gab. Die Glühlampe ist erst 1879 erfunden worden und man hat tatsächlich auch früher wirklich sehr interessante Ansätze gehabt, zum Beispiel mit Kerzenlicht so ein Endoskop irgendwie zu bestücken, aber Sie können sich vorstellen, wie schwierig das ist. Kurz und gut, man schaut also mit dieser Optik, die in das Organ hineingebracht wird. Man schaut sich dort um, in dem Licht reingeworfen wird und man eben durch ein vergrößerndes Lupensystem eben schaut und sich das Organ eben im Detail anschauen kann. Und im Operationssaal, das können wir vielleicht nochmal erklären, stehen dann mehrere Monitore, wo alle beteiligten Operateure und Ärzte dann genau in was weiß ich wie viel Hochauflösung, Sie korrigieren mich da, wenn ich was falsch sage, dann genau sehen können, was sich da sozusagen vor Ort abspielt. Auch hier hat sich in den letzten 100 Jahren viel getan, wenn man bedenkt, dass so Systeme wie das erste Mikroskop oder eben auch Lupensysteme noch gar nicht so alt sind, nämlich erst 200, 300 Jahre alt, dann ist es tatsächlich so, dass wir heute mit hochspezialisierten Endoskopen, in denen wir hochauflösende Optiken haben, arbeiten. Sehr zum Wohle des Patienten natürlich, der davon profitiert, weil wir eben auch kleinste Veränderungen gut sehen können.
Und neben dem eigenen Auge, ich darf es noch einmal zeigen, selbstverständlich kann man dort durchschauen. Sie können also hier durch die Optik sehen, wo Sie sind, aber typischerweise wird das ergänzt mit einer Kamera, die man hier aufsetzt und dann eben auf verschiedene Monitore übertragen kann, sodass alle Beteiligten auch gut sehen können. Und ganz, ganz wichtig, ich habe den Titel unserer Sendung, den Blick durch Schlüsselloch quasi genannt. Schlüsselloch ja deswegen, weil die Schnitte, durch die Instrumente eingebracht werden, wirklich minimal klein sind, oder? Genau, man unterscheidet ja die Anwendung des Endoskopes über Körperöffnungen, die schon da sind. Mhm. So zum Beispiel bei der Magenspiegelung durch die Speiseröhre, so zum Beispiel bei der Blasenspiegelung in der Urologie, eine häufige Untersuchung durch die Harnröhre. Also bestehende Körperöffnungen werden genutzt. Der Bauchnabel gilt, glaube ich, auch. Habe ich auch mal gesehen. Genau, und das ist der zweite Teil, dass man den Bereich der Laparoskopie abgrenzt, wo man in die Bauchhöhle einsteigt und dafür natürlich, weil kein direkter Weg da ist, eben sich zum Beispiel mit kleinen Minischnitten, die man typischerweise im Bauchnabel versteckt, eben behilft, um in die Bauchhöhle hineinzugelangen. Übrigens eine Untersuchung, die es auch noch nicht so lange gibt. Im Jahre 1901 wurde das zum ersten Mal gemacht. Ein Wissenschaftler namens Kelling hatte damals sich überlegt, wenn schon diese Endoskope für die Spiegelung von Darm und Blase eingesetzt werden, müsste man doch auch in den Bauchraum hineinschauen können. Und er hat damals einen Hund zum ersten Mal einer solchen Untersuchung unterzogen und war der Begründer damit der modernen Laparoskopie. Mhm. Auf die Laparoskopie kommen wir gleich, wie Sie sagten, auch noch zu sprechen. Ich würde gerne ein Wort noch verlieren zu dem anderen Endoskop, was hier auf dem Tisch liegt. Das sieht etwas, ich sage einfach mal älter aus. Was hat es damit aus sich? Genau, dies ist in der Tat eine Replik des allerersten Endoskopes, welches Maximilian Nietzsche, wie eben schon erwähnt, entdeckt hat. Und die Historie ist eigentlich sehr interessant, weil er eben der Erste war, der es geschafft hat, ein Gerät zu entwickeln. Übrigens, wie es so häufig ist mit neuen Erfindungen, gegen viel Widerstand auch seiner Fachkollegen. Und es ging auch um Patentstreitigkeiten etc. Aber er war derjenige, der mit diesem Instrument, was natürlich nicht so modern aussieht wie das andere, was wir heute benutzen, aber er war der Erste, der damit diese Entwicklung zur Marktreife, wenn man so will, gebracht hat und der Erste auch war, der dann in der Harnblase nicht nur gucken konnte, sondern in einer weiteren Entwicklung auch dann in der Lage war, Erkrankungen der Harnblase zu behandeln, wie zum Beispiel Blasentumoren. Mhm. Sie haben es, glaube ich, schon einigermaßen vollständig angesprochen, Herr Professor Wülfing, die Gebiete, auf denen heutzutage Endoskope auch verwendet werden. Können wir der Vollständigkeit halber noch einmal aufzählen, wo überall? Es ist ja beinahe überall, oder? Wenn wir also von verschiedenen Fachrichtungen sprechen, dann ist es so, dass wahrscheinlich doch jeder auch schon mal mit einem Endoskop in Kontakt gekommen ist oder zumindest mit dem Prinzip. Denken Sie an Hals-Nasen-Ohrenärzte, die moderne Ohrspiegel benutzen. Auch das sind letztendlich Endoskope. Oder die berühmte Magenspiegelung, die Darmspiegelung, die heutzutage ja auch als Vorsorgeuntersuchung empfohlen wird. Also alles Untersuchungen, die solche Geräte anwenden, bis hin zum Urologen, der im gesamten Harntrakt hier das Endoskop anwenden kann, was sicherlich auch für den Patienten eine tolle Weiterentwicklung ist. Wenn man bedenkt, dass früher auch die Endoskope relativ groß und unangenehm waren, haben wir heute Endoskope, mit denen wir sehr dünne Endoskope, mit denen wir in der Harnblase, aber auch bis in den Harnleiter und sogar bis in die Niere, ich habe hier ein Modell mitgebracht, sogar bis hoch in das Nierenbecken hineinschauen kann, wo man innerhalb der Niere zum Beispiel heutzutage mit Mini-Optiken Steine entfernen kann und dem Patienten größere Schnitte, größere Eingriffe ersparen kann. Mhm. Und ganz lustig, ist nicht nur die Medizin, wo sowas auch benutzt wird. Ich habe neulich von einem Bekannten gehört, er ist Kfz-Mechaniker und benutzt Endoskope zur Begutachtung von Motoren. Zum Beispiel, wo man eben mit dem bloßen Auge nicht überall hinkommt und auch hier Endoskope, also das gleiche Prinzip, was wir in der Medizin benutzen, eben benutzt, um eben Motoren zu untersuchen. Und im Übrigen, ich glaube, bei James Bond haben wir sowas bestimmt auch schon mal auch erlebt. Ja. Wenn Sie da irgendwie heimlicher Zulieferer sind, könnten Sie das an dieser Stelle verraten. Aber wahrscheinlich ist das zu geheim, das Ganze. Wollen wir mal ein bisschen konkreter auf Ihren Fachbereich und die Anwendung des Endoskops kommen. Ich würde gerne wissen, wo zum Beispiel im Bereich der Diagnostik ein Endoskop oft von Ihnen eingesetzt wird. Ein häufiges Symptom ist in der Urologie ja zum Beispiel Blutmurin.
nicht wenig Patienten stellen bei sich selbst Blut im Urin fest, sichtbares Blut oder eben auch mikroskopisch sichtbar. Also das heißt, es gibt Urinsuchtests, wo man mikroskopisch Blut findet. Das muss abgeklärt werden. Blutungsquellen oder Blutungsursachen können Entzündungen sein, können Steine sein, können aber auch Tumoren sein. Und das ist einer der häufigsten Gründe, warum wir Urologen ein Endoskop bemühen und im Harntrakt schauen, wo die Blutungsquelle ist. So zum Beispiel eine Blasenspiegelung, die letztendlich heutzutage ambulant gemacht werden kann, in der Regel auch für den Patienten relativ schmerzlos ist, weil es eben sehr dünne Geräte sind, flexible Geräte sind. Und dort wird in der Harnblase nachgeschaut, ob dort ein Grund für eine Blutung zu finden ist. Das wäre einer der Gründe für Diagnostik. Und die zweite Anwendung geht eben weiter in den Harntrakt darüber hinaus. Das heißt, wir können tatsächlich in Harnleiter und Nierenbecken, wie eben schon geschildert, hineinschauen und nach Steinen dort suchen oder auch nach Tumoren im oberen Harntrakt in dem Nierenbecken. Und wenn es an die Therapie geht, werden die Steine zum Beispiel so auch entfernt? Absolut. Wir sind in der Lage, heutzutage doch einen Großteil der Steine mit Hilfe von Endoskopen minimalinvasiv zu entfernen. Es sind aber nicht nur die Steine, die wir aus dem gesamten Harntrakt auf diese Art und Weise holen können, sondern es sind vor allen Dingen auch Tumorerkrankungen der Harnblase und nicht zu vergessen auch eine fast schon Volkserkrankung, nämlich die gutartige Vergrößerung der Prostata, die eben häufig bei Männern vorkommt. Und wenn eine medikamentöse Therapie nicht mehr funktioniert, eben mit Hilfe dieser Endoskope, vielleicht darf ich auch das gleich noch einmal demonstrieren. Sehr gerne. Ich hatte eben erzählt, dass die Entwicklung des Herrn Nietze neben dem Endoskop am Ende auch war, Tumoren zu behandeln. Das war ihre Frage, was macht man denn therapeutisch? Und Nietze war der Erste, der das Endoskop gekoppelt hat, eben mit einer Elektroschlinge, die man mit einem Handgriff hier schön bewegen kann. Und man kann auf diese Art und Weise Gewebe einfach abtragen. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise den Tumor abtragen und entfernen. Und wir können auch die Prostata, die gutartig vergrößerte Prostata, auf diese Art und Weise verkleinern. Mhm. Man spricht manchmal auch von der Abschälung, etwas sperrige Bezeichnung, aber letztendlich ist es die Verkleinerung der Prostata und die Vergrößerung des Weges für den Urin, um den Widerstand zu erniedrigen. Mhm. Und das ist eine Operation, die wirklich zum Alltag von Urologen gehört, die vielfach gemacht wird und die in den letzten Jahren sich auch sehr weiterentwickelt hat, dank dieser minimalinvasiven Geräte, sodass Patienten, auch wenn viele Angst vor diesem Eingriff haben, heute wirklich beruhigt werden können und in der Regel nach 3-4 Tagen auch schon mit dem Erfolg, dass das Wasserlassen besser klappt, aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Mhm. Also alles letztendlich auch eine Entwicklung, die wir dem Erfinder des Endoskopes, Herrn Nietze, zu verdanken haben. Mhm. Die Laparoskopie, auf die sind wir auch schon kurz zu sprechen gekommen. Kann man denn beispielsweise mit einem Endoskop auch Teile von bzw. ganze Organe entfernen? Absolut. Wenn ich an meine Anfänge meines Studiums denke, damals war gerade die endoskopische Entfernung der Gallenblase modern geworden. Man stritt sich, ob das Sinn macht oder ob man nicht einen großen Schnitt doch lieber machen muss, um mit seinen Händen zu operieren. Mhm. Und wenn Sie auf die heutige Situation schauen, ist es ganz klar, es wird kaum noch eine Gallenblase mit einem offenen Schnitt entfernt, sondern alles minimal invasiv. Diese Entwicklung ist in der Urologie ähnlich. Wir haben auch in der Urologie zunehmend die Möglichkeit, mit der Laparoskopie, also der Benutzung von minimalinvasiven Geräten durch kleinste Schnitte, Organe zu entfernen. Dazu gehört zum Beispiel die Prostata bei Prostatakrebs, also eine radikale Entfernung der Prostata, die im Übrigen auch eine Heilungsrate von fast 90% hat bei diesen Patienten, also eigentlich auch insofern für die Patienten wirklich auch ein sinnvoller und effektiver Eingriff sein kann. Und das andere Organ, was wir häufig behandeln über laparoskopische Zugänge, ist die Niere. Steht auf dem Tisch. Hier steht die Niere, wo wir von der Entwicklung her am Anfang uns zunächst an kleinere Nieren gewagt haben, zum Beispiel die Entfernung von Nieren, die nicht mehr funktionieren, von sogenannten Schrumpfnieren. Aber inzwischen auch durchaus auch von Leitlinien empfohlen wird, zum Beispiel Tumornieren, also Tumorerkrankungen der Niere mit endoskopischen Verfahren und nicht mehr mit dem großen Schnitt zu behandeln. Mhm. Das ist eine Empfehlung,
die einfach widerspiegelt, wie die Entwicklung in der letzten Zeit ist und dass wir eben zunehmend auch von dem großen Schnitt wegkommen und den Patienten minimalinvasiv hier behandeln können. Und viele werden sich fragen, deswegen spreche ich es einfach mal aus, wie passen die denn da durch so einen kleinen Schnitt, ja, die Organe? Ja, vollkommen richtig die Frage. Bei der Gallenblase und bei Blinddarm ist es leicht. Das sind nämlich entweder Organe, die sehr klein sind oder die von ihrer Konsistenz gewissermaßen da durchflutschen, mhm, weil sie eben ein Hohlorgan sind. In der Urologie ist es ein bisschen schwieriger. Eine Prostata zum Beispiel hat ungefähr das Volumen einer Kastanie zum Beispiel oder einer kleinen Mandarine. Und in der Tat müssen Sie dieses Organ durch den kleinen Schnitt durchbekommen. Und man behilft sich mit einem kleinen Trick, indem man nämlich diesen Schnitt, der typischerweise nur 1 Zentimeter ist, etwas erweitert auf 2 oder 3 Zentimeter. Und das macht man bei einer Nierenentfernung auch. Mhm. Dass am Ende aber immer noch ein vergleichsweise kleiner Schnitt bleibt. Das heißt, man braucht nicht, wie bei der Nierenoperation, einen großen Flankenschnitt von 15 bis 20 Zentimetern, wow, sondern kann sich behelfen über einen kleinen Bergeschnitt, über den das Organ in einem Beutel gewissermaßen wie durch die Eieruhr rausgezogen wird. Das ist also quasi, wenn man mal von 15 Zentimetern und 3 Zentimetern ausgeht, wirklich auf ein Fünftel des Durchmessers geschrumpft, das Ganze. Das kann man ja auch dann weiterdenken. Dementsprechend weniger Schmerzen hat der Patient wahrscheinlich, dementsprechend, genau, weniger Komplikationen und dementsprechend schneller ist er auch wieder mobil, der Patient. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein interessanter Effekt, das auch mal wirklich in seiner eigenen Entwicklung als Arzt zu sehen. Ich selbst komme eben auch aus der Zeit, wo man noch offen operiert hat. Und man wurde eine Zeit lang auch damit konfrontiert, ob ich jetzt 5 Schnitte a 1,5 Zentimeter mache oder einen Schnitt a ungefähr 10 Zentimeter, ist ja ungefähr dasselbe. Mhm. Und da muss man sagen, das stimmt halt nicht, weil man typischerweise die Schnitte, sie sind nicht nur klein, sondern sie sind eben auch an Stellen, wo man gewissermaßen unbemerkt in den Körper hineingelangt, während wenn man einen 10 Zentimeter Schnitt macht, dann muss man eben schon auch durch Muskeln, man erzeugt Schmerzen dadurch. Mhm. Und das ist in der Tat, um Ihre Frage zu beantworten, das ist in der Tat sehr spürbar, dass Patienten durch die Vermeidung des großen Schnittes, egal ob es um eine Nieren- oder Prostata oder auch in den anderen Bereichen gynäkologische oder chirurgische Operationen geht, die Vermeidung des großen Schnittes führt einfach zu weniger Schmerzen, zu einer schnelleren Heilung, zu einer schnelleren Entlassung. Und eben allgemein zu einer besseren Rekonvaleszenz. Auch im Alltag, Patienten können sehr viel schneller wieder Sport machen, können sich schneller belasten, sind schneller am Arbeitsplatz, was in der heutigen Zeit auch zunehmend wichtiger wird. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, um auf die Historie zurückzukommen, die der Herr Nietzsche wahrscheinlich ganz gerne auch noch mit ansehen würde, heutzutage, 100 Jahre später. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche Grenzen, die das Endoskop sozusagen hat? Also gibt es Fälle, in denen doch eine offene Operation, wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, das Sinnvollste ist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Man muss sich immer vor Augen halten, wir haben es hier mit einer neuen Technologie zu tun. Das ist gewissermaßen auch natürlich eine faszinierende Technologie. Es ist absolut im Sinne, minimalinvasiv zu operieren, im Sinne des Patienten minimalinvasiv zu operieren. Aber am Ende geht es um die Sicherheit des Patienten. Mhm. Ganz wichtiger Aspekt. Und die Sicherheit des Patienten kann unter Umständen durch einen minimalinvasiven Eingriff auch nicht gewährleistet werden, wenn zum Beispiel die Tumorerkrankung, die behandelt werden soll, zum Beispiel ein Nierentumor, wenn die Erkrankung einfach zu groß ist, der Nierentumor zu groß ist und man diesen Tumor zum Beispiel nicht sicher entsprechend entfernen kann, ohne das Risiko, dass Tumorzellen sich verstreuen etc. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch zunehmend Tumoren der Niere entfernen, ohne die Niere ganz zu entnehmen. Das heißt, wir müssen den Tumor aus der Niere hinausschneiden. Das wiederum kann zu Blutungen führen. Und hier ist es so, dass wir neue Techniken entwickelt haben, die uns das zwar in der Mehrheit der Fälle auch erlauben, das technisch auch sicher abzuwickeln, aber es gibt auch hier Grenzen. Und natürlich will man dem Patienten nicht einen unnötigen und zu hohen Blutverlust zumuten, sondern wenn man das nur im Vorfeld... Nur weil man endoskopisch... Genau, man sollte nicht an dieser Methode kleben, sondern sollte im Vorfeld, und das gelingt auch gut, man kann eigentlich sehr gut heutzutage nach bestimmten Kriterien sagen, das ist geeignet, das ist nicht geeignet. Und nicht geeignet heißt dann nicht, dass der Patient in dem Fall nicht gut behandelt wird. Im Gegenteil, er bekommt halt dann eine offene Operation,
die eben für seine Erkrankung in seinem Stadium die richtige und professionelle Behandlung ist. Ein sehr interessantes Gespräch über eine sehr interessante Entwicklung des Endoskops. Vielen Dank, Herr Professor Wülfing, dass Sie heute da waren. Bis bald zum nächsten Thema. Herzlichen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen Dank für Ihr Interesse. Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Wenn Sie Interesse an weiteren Sendungen haben, dann lege ich Ihnen unsere Homepage ans Herz. Der Link dazu www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Gucken Sie mal rauf, da haben wir ganz, ganz viele andere Sendungen schon für Sie aufgenommen. Bis gleich vielleicht zu einem anderen Thema. Ansonsten bis bald und alles Gute. Tschüss.